Fräulein Rottenmeier, darf ich Clara ein bisschen herumfahren? Bitte, Fräulein. Aber bleibt in der Nähe und seid ja vorsichtig. Ja, Fräulein, ganz bestimmt. Clara ist wirklich ein liebenswertes Mädchen. Es scheint ihr hier oben gut zu gefallen. Vielleicht sollte ich doch erst einmal abwarten, welchen Eindruck Ihre Hütte nach dem Aufräumen macht. Haben Sie einen Besen? Sicher. Ich möchte viel lieber in der Hütte bleiben. Es ist so schön hier oben, Heidi. Ja, das ist es. Und wir können doch nicht den ganzen Sommer im Dorf verbringen. Hier gibt es viel zu viele Dinge, die ich dir zeigen will. Hoffentlich ändert Fräulein Rottenmeier ihre Meinung. Oh, vielleicht gelingt es, uns sie zu überzeugen. Wie denn? Wir finden schon einen Weg. Sieh mal, Peter ist wieder da. Gehen wir zu ihm. Peter! Peter! Peter, das ist meine Freundin Clara. Clara, das ist mein Freund Peter, unser Geißengeneral. Schön, dich kennenzulernen, Peter. Ja, guten Tag. Was macht ihr jetzt schon hier oben? Wir wollten im Freien Mittagessen und Clara die Hütte zeigen. Tja, ich muss jetzt weiter. Auf geht's! Hopp, hopp! Berli, wo ist sie hin? Gesundheit. Oh, danke. Ja, tschüss. Ja, was ist das? Eine Ziege! Ja. Oh. Berli, raus mit dir! Ja. Ja. Berli! Peter, bring die Ziegen weg. Fräulein Rottenmeier kann sie nicht ausstehen. Oh. Beeil dich! Ziegen und das auch noch im Haus. Völlig inakzeptabel. Clara und ich werden unten im Dorf bleiben müssen. Normalerweise halten sich die Ziegen nicht in der Hütte auf. Keine Sorge. Ach ja? Ich kann es Ihnen versichern. Trotzdem darf ich nichts riskieren. Ich muss an Clara denken. Aber, Fräulein... Keine weiteren Diskussionen. Ich nehme an, im Dörfli gibt es einen Lebensmittelladen. Mhm. Nun, ich muss etwas zum Abendessen einkaufen.